Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, herzlich willkommen hier zum zweiten Teil der Lost Place Tour in der alten Wollfabrik in Bremen. Oder besser gesagt, alte Wollkämmerei, so heißt es ja richtig. Ja, falls ihr dieses Video als erster seht, zu diesem Video gibt es bereits einen ersten Teil, den blende ich euch hier oben ein. Und ja, schaut ihn euch auf jeden Fall natürlich vorher an, sonst ergibt das ja alles keinen Sinn. Und dem Rest, schön, dass ihr wieder dabei seid. Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und viel Spaß bei Teil 2. Das Putzen laufender Maschinen ist verboten. E prohibito politi massici ci sono mas. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also, ich putze einfach die Maschinen gar nicht. Dann hat es das Problem auch erledigt. Es war krass, wie viel. Feuerlöscher hier rumliegen. Oh. Dank Corona haben wir jetzt hier auch. Nein, Spaß, die haben natürlich schon Feuer hier gehabt. Oh, geil. Es gibt doch noch ein paar Leute, die hier ein bisschen aggressiv rumgelaufen sind. Schade. Ein richtig schöner alter Röhrenmonitor. Das ist ärgerlich, Leute. Sowas ist echt beschissen. Da könnte ich kotzen. Oh, guckt euch das mal an hier. Ein richtig schönes. Weiß ich nicht, Drucker oder was das hier ist. Ja genau, hier ist das ganze Druckerpapier. Das war quasi der Serverraum, ja. Genau. Das ist echt. Leute, das ist echt ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Oh, hier haben wir schon wieder geile Maschinen. Und? Also wie jetzt, ne? Wer jetzt nicht auf die Idee kommt, drauf zu schießen, ich weiß auch nicht. Das macht doch jeder, oder? Rote Fässer schießen. Ich meine, was soll schon schief gehen? Ach guck mal, Gesichtsschutz gab es damals auch schon. Aha. Und das handelt sich hier gar nicht um eine Presse, so wie ich das jetzt hier im Pressesinne mache, sondern Presse im Sinne von Presse. So, da machen wir mal die Taschenlampe aus, weil Filmen und Leuchten gleichzeitig funktioniert nicht. Die alten Notizen hier, alles handkopiert, handgeschrieben und fachmännisch kopiert. So, und wenn wir weiter was sehen, wieder Licht an. Schon wieder ein Temafa. Was ist dieses Temafa? Abgefahren. Oh, mal wieder Feuerlöscher. Also falls ich hier mal brennen sollte, ne? Kein Problem. Ein bisschen Rutsche hier. Das ist Wahnsinn, wie viele Industrieanlagen hier noch drin stehen. Ich denke mal, das sind einfach die kleinen Kiddies, die hier alles kaputt machen. Einfach nicht stark genug. Bitte Tür zu. Ja. Sagen, das schauen wir uns doch mal ein bisschen genauer an hier. Nee, das ist mir doch ein bisschen zu gepiekt. Das schauen wir uns nicht genauer an. So. Oh, oh. Oh, bloß nicht fallen lassen. Ich würde sagen, gehen wir mal weiter. Hätte ich gern mal gesehen, wie das hier alles im Einsatz war. Oh, wieder mal Löcher am Boden. Dass hier alles funktioniert hat. Hm. Schon mega. Hm. Hallo. Gruselig.
Ah, ich wollte ja eigentlich auch gerade hier mal ein bisschen durchfegen, aber ich sehe gerade, der Besen ist kaputt. Dann bleibt es halt so, wie es hier ist. Ach, es gibt doch noch gute Asoziale, die hier Graffitis hinsprühen. Dankeschön. Danke dafür. Und hey, hier ist ja fast noch alle Scheiben heil. Naja, bis auf die da. Naja. So, auf der dritten Etage sieht es quasi genauso aus wie auf der zweiten. Nur weniger. Hier haben sie die ganzen Maschinen scheinbar alle rausgeräumt. Hier kein Fahrstuhl. Oh Mann. Jetzt wollte ich wieder fegen und jetzt ist der Besen abgebrannt. Like, wer es kennt. Oh. Gut, dass du hier Graffiti gemacht hast, NGS. Das sehen bestimmt genug Leute und bewundern deine Kunst. Hallo. Ah, keiner da. Klettergerüst. Du hast eine nackte Frau geküsst. Also ich denke mal, das hier, das ist ja auch mal richtig geil. Das sieht aus wie, was ist das, eine Waage? Höchstlast, Kilogramm? Das sieht auf jeden Fall richtig, richtig alt aus. Das ist bestimmt nur aus den Anfangstagen dieser Fabrik hier. Und natürlich mal wieder ein Feuerlöscher. Ach, ich hätte ja gerade noch gesagt, ne? Warum gibt es denn hier keinen Fahrstuhl? Don't that open inside. Insider wissen Bescheid. Einen Brandfall nicht benutzen. Na, okay. Ich glaube, darauf könnte ich mich einlassen. Okay. Ja. Ist vielleicht auch besser so. Gibt ja genug Idioten. Aber hier drüber gibt es noch einen Raum. Da würde ich jetzt mal schauen. Vielleicht ist da ja noch der Motor von dem ganzen Gerödel hier. Wie mutig ich jetzt auch einfach diese Treppen rauflaufe, ne? Ah, ich habe gemerkt, bei der anderen Treppe war es tipptopp. Von daher, Leute, immer Vorsicht. Ah! Das ist ja geil. Kleiner Vorraum, ne? Für den Fahrstuhlwärter bestimmt. Der hat mich hier auch gut eingesperrt mit dem Gitter, dass hier bloß niemand durch diese Scheibe reinkommt. Aber hier muss ich wieder aufpassen. Die Spinnenweben. Okay, bei der Stufe muss ich jetzt vielleicht doch ein bisschen vorsichtig sein. Aber guckt euch das mal an. Diese kleine Möhre hier hat den Aufzug bewegt. Ich habe auch ein bisschen Muffensausen. Ich meine, ihr habt ja gesehen, da ging es doch etwas weiter runter. Naja, YOLO, ne? Mega. Also, diese Stahlseile an. Da ist das Loch. Da wird mir ja ganz anders. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber höher so Anweisungen zum Betrieb des Aufzugs. Aha. Okay. Und jetzt hier spinnen wir ihm frei. Das finde ich natürlich mega. Wir haben jetzt hier einen kleinen Technikraum.
Und trotzdem haben wir hier so ein Relief an der Wand. Ja, damals haben sich die Leute halt noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, was solche Fabrikgebäude angeht. Also natürlich jetzt bezogen auf Dekoration, nicht auf Funktionalität. Ne? Wahrscheinlich ist das funktional eher geht so. Na, erinnert ihr euch noch, vorhin waren wir unten bei diesen Stoffröhren. Hier oben, die scheinbar quasi vorbefüllt. Ich meine, wir sind auch direkt dort drüber. Bei jedem Knacksen hat man Angst, dass man hier gleich mal Spinnenbeben. Dass man gleich mal eine Etage tiefer wohnt. Oh, hello, how are you? Ah, hier geht's auch schon wieder abwärts. Das ist scheinbar so eine Zwischentreppe. Oh, die mich hält. Und ihr Leute wisst ja, dass ich, dass ich sehr, sehr breit bin. Und damit meine ich nicht betrunken oder auf Drogen, sondern eher 3 Meter groß und sehr, sehr schwer. Ah. Oh, das Gefühl, hier löst sich so langsam das Metall in Wohlgefallen auf. Hier ist scheinbar irgendwas ausgelaufen, was so ein bisschen die gesamte Anlage hier auseinander nimmt. Hier haben wir noch dieses Schachtsystem hier. Wir sind jetzt ja quasi in der obersten Etage. Und das geht einfach mal über alle Etagen bis direkt ganz nach unten. So, ich habe gesehen, es geht hier, wir sind zwar in der obersten Produktionsetage gewesen. Guckt euch mal diese Fliesen an hier. Was sich Leute damals für Mühe gegeben haben. Für eine scheiß Treppe in eine scheiß Wollfabrik. Da werde ich so oft Scheiße sagen. Ach, guck mal. Container. Na, schauen wir mal, ob wir da rankommen. Da was drin ist. Hier reinkommen. Eine Anleitung, die sich niemals ändern wird, weswegen sie an der Wand gemalt wurde. Wunderbarer Blick über Bremen. Ach du Schande. Was ist das für ein riesengroßer Container? Oh, hier geht's auch wieder runter. Ich liebe es ja, wenn das mal so weit runter geht. Oh, hier noch ein Schlauch. Ach schade, hier kommt man wieder nicht durch. Ganz ehrlich, Leute, ich liebe diese Stufen. Guckt euch das mal an. Mega. So, oh, jetzt gehen wir mal schön aufs Dach raus. Ha. Hello. Bremen, how are you? Es ist ja mega. Ein richtig schönes Glück mit dem Wetter hier. Abgefahren. Unterm Dach. Ah, hier haben wir den Stromzähler. Na, läuft er noch? Nee. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ich sag, schön
Leben. So, und wenn ihr noch wissen wollt, was hier nicht ist, ein riesengroßer Haufen Scheiß, aber wie ihr sehen könnt, war hier wohl mal scheinbar irgendein Nest. Also von den Federn her hätte ich jetzt auf Taube getippt. Und man sieht genau, wo das scheinbar gewesen ist. Ja, genau dort sind nämlich die Haufen. Hier, Stapelfahrer Klaus ist auch schon am Start. Nett. So, das war unsere kleine Lost Place Tour durch die alte Wollfabrik. Ich glaube, da kommen schon Leute. Also, Dankeschön fürs Einschalten, liken, kommentieren, alles nicht vergessen, so wie immer halt. Ne? Mal gucken, vielleicht schaffe ich in der nächsten Zeit noch ein paar mehr Lost Places. Könnt ihr ja gerne mal eure Meinung, Feedback und sowas dazu da lassen. Ja, leave no trace, ganz wichtig, take nothing, only pictures. So, jetzt haben wir es. Okay, und los, ciao.